Hallo und herzlich willkommen. Ich verwöhne euch heute mit Hühnerherzen Kräuter der Provence in einer Rahm-Sahnesoße. Und dazu gibt es Notches, allerdings nicht gekocht, sondern angebraten. Notches ist auch ein Kartoffelteig wie bei Schupfennudeln. Kann man beides sehr schön anbraten, muss man nicht unbedingt immer ins kochende Wasser geben. Ich habe für meine Hühnerherzen Kräuter der Provence habe ich jetzt Folgendes vorbereitet. Einmal natürlich meine Hühnerherzen, die habe ich schon im Topf. Da habe ich jetzt für uns vier ein Kilogramm genommen, weil mir ja die üblichen Vielfraße sind. Dann habe ich Zwiebeln und Knoblauch geschnitten. Knoblauch grob geschnitten nur, Zwiebeln etwas feiner in Würfeln. Gewürzt wird mit Pfeffer. Man kann die Soße auch mit etwas Weißwein abschmecken, was ich aufgrund unserer Kinder natürlich nicht machen werde. Und was ich natürlich auch brauche, sind Kräuter der Provence. Dann braucht man natürlich Champignons dazu. Wer will, kann frische Champignons nehmen. Ich habe tiefgekühlte genommen, weil für mich das jetzt hier einfacher ist. Wir stehen nämlich wieder mal vor der Werkstatt und warten auf eine Reparatur. Und da ist es natürlich dann auch im Wohnmobil manchmal einfacher, mit Tiefkühlsachen zu arbeiten. Davon abgesehen, dass die manchmal sogar besser sind als frisches Obst oder Gemüse. Denn das wird blanchiert bzw. direkt frisch eingefroren in der Regel. Okay, ich rühre jetzt erstmal ein bisschen in meinen Herzen rum, die ich gerade hier ein bisschen anbrutze. Und was soll ich dazu sagen? Ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich soweit bin, die Soße hochzuziehen bzw. die Zwiebeln und Knoblauch zugebe. Das tue ich, sobald ich die Hühnerherzen angebraten habe. Nach Zwiebeln und Knoblauch kommen dann die Champignons dazu. Und dann natürlich auch die Kräuter der Provence, Pfeffer. Und am Schluss ziehe ich dann die Soße hoch, die ich mit Sahne mache. Da habe ich drei Becher à 200 Gramm mit Wasser. Und zum Binden nehme ich so eine Standard-Rahmsoße einfach. Man kann auch Mondamin nehmen zum Beispiel. Also je nachdem, wie dick man oder wie gut man die Soße haben will für sich selber. Okay, bis gleich. Okay, back in the town oder am Kochtopf, sagen wir mal so. Ich bin jetzt so weit, dass ich meine Hühnerherzen angebraten und angedünstet habe. Dann du machst halt ein bisschen mehr. Was? Auf die Zwiebeln, so jetzt. Ach, auf die Zwiebeln will es leuchten, da sind die Zwiebeln. Ja, es sind klein geschnitten. So, jetzt tue ich Zwiebelknoblauch mit dazu. Lass das jetzt auch noch mal einige Minütchen andünsten und gebe ein bisschen Kräuter der Provence schon zu, aber nicht zu viel, weil da kommt nachher noch mal oder im Laufe der Zeit immer noch was ein bisschen dazu. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Champignons rein tue. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt tue ich die Champignons mit rein. Wie gesagt, ich habe Tiefkühl verwendet. Man kann auch frische verwenden, kommt auch sehr gut oder noch besser vielleicht. Ja. Wie gesagt, das ist manchmal Geschmackssache, manchmal auch Zeit- und Umgebungssache. Und ich tue jetzt tatsächlich hier ein ganzes Kilo Champignons mit rein. Das heißt, ich habe ein Verhältnis 1:1 von Hühnerherzen und Champignons. Man sollte also mindestens ein Verhältnis, sage ich mal, von 2:1 haben. Das heißt, 500 Gramm Hühnerherzen, 250 Gramm Champignons. Das ist allerdings auch wiederum eine Geschmackssache. Und ich mag es halt gern mit Champignons richtig gut und von dem her 1:1. Wie gesagt, nicht jedermanns Sache. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich rühre jetzt die Champignons damit ein. Ich habe bislang noch kein Wasser zugegeben. Das ist also nur alles Eigensaft, was da drin ist und Eigenflüssigkeit von dem Zeug.
Ich tue jetzt ein klein bisschen Pfeffer dazu und nochmal eine kleine Portion Kräuter der Provence. Und das Ganze bleibt jetzt circa eine Stunde auf dem Ofen. Bei mittlerer bis kleiner Hitze, also wenn es kocht, dass es halt so schön vor sich hin köchelt. Ich werde dann irgendwann ein bisschen Wasser angießen, so einen halben Liter bis einen Liter. Und den Rest werde ich dann über die Sahne machen. Ich melde mich aber dann gleich wieder, wenn ich soweit bin, die Soße zuzubereiten. Okay Freunde, jetzt sind wir soweit. Jetzt die Schlagsahne, ganz normale handelsübliche Schlagsahne. 300-200 Gramm Becher tue ich jetzt dazu. Ich habe die vorher ein bisschen aus dem Kühlschrank schon rausgestellt, dass die nicht eiskalt mit reinkommt. So, das tue ich jetzt weg und jetzt drehe ich das mal hoch, dass es noch mal richtig kurz aufkocht, damit ich hier die Soße binden kann. Wer es geschmacklich noch ein bisschen verfeinern möchte, kann ein paar Butterflöckchen mit dazugeben, aber nur minimal. Ich liebe es, diese Verpackung. Auf. Wenn es klappen soll, dann klappt es nie. Okay. Nehme ich jetzt einen Schneebesen und rühre das langsam ein. Dann habe ich jetzt 4 Stück genommen. Ich hoffe, es reicht. Ohne mal, es müsste es reichen. Zusammen mit der Sahne. Wer es ganz genau will und Klumpen vermeiden möchte, für den habe ich jetzt einen Tipp. Kann man generell bei Soßen immer machen, wenn man mit sowas arbeitet. Geht auch mit Mondamin, wenn man es macht. Und zwar gibt es da so kleine Mehlsiebe, wo man so drücken kann, das Zeug da rein tun und dann und beim Einrühren eben rein schnipsen. Dadurch wird das Pulver noch mal wesentlich feiner und man hat keine Klumpen unter Umständen drin, wie es manchmal passiert. Kommt immer auf den Hersteller auch drauf an. Komischerweise, beim einen gibt es Klumpen, beim anderen nicht. Woran es liegt, weiß ich nicht. Da bin ich kein Spezialist. Ich bin nur der Hobbykoch, der hofft, ab und zu mal was Leckeres zum Essen zu machen. Und Hühnerherzenkräuter der Provence gehört halt zu meinem Lieblingsessen, weil es einfach fantastisch schmeckt. Wobei ich sagen muss, ich koche sehr gerne mit Kräuter der Provence generell, weil ich einfach diesen Geschmack der Kräuter liebe. So, jetzt lassen wir das Ganze nochmal kurz aufkochen richtig. Und dann sind wir eigentlich schon fast soweit. Kräuter der Provence gibt es verschiedene Zusammenstellungen, also was immer drin ist, ist Rosmarin, Thymian, Basilikum, Majoran, Petersilie, Bohnenkraut, Oregano. Hier ist noch Kerbel- und Liebstöppelblätter mit drin. Gibt allerdings auch Mischungen, wo kein Kerbel und keine Liebstöppelblätter mit drin sind. Das ist Geschmackssache. Ich mag das volle Programm. Und es riecht fantastisch. Das heißt zwar immer, wenn es gut riecht, schmeckt es nicht gut. Aber muss ich sagen, stimmt nicht immer.
gehen wir mal kurz auf die Preisstruktur ein der ganzen Geschichte. Also Hühnerherzen der Provence, 500 Gramm Hühnerherzen, bewegen sich bei 500 Gramm in der Preisklasse von 1,29 bis 1,79 normalerweise. Aktuell Stand 2,15. Schwammerl, je nachdem frisch oder tiefgekühlt, sage ich jetzt mal. Meine haben jetzt knapp 1 Euro gekostet, das Kilo. Geht aber auch hoch bis zum 1,80 Euro teilweise. Dann Zwiebel habe ich 2 Stück dazu, kleingeschnitten in Würfel. Was kostet jetzt Kilo Zwiebel? Oder 2, 1,15 Euro, 1,20 Euro, je nachdem. Ja, Knoblauch, da habe ich 6, 7, 10 klein gehackt oder sehr grob klein geschnitten. Knoblauch ist auch nicht so teuer, 70, 80 Cent, ja, so eine Knolle. Gut, dann die Beutelsoßen, gut, die kosten 1 Euro und noch was, 1,20 Euro oder so. Gibt es aber auch unterschiedliche, wo auch billiger zum Teil sind, 3 Becher Sahne. Becher Sahne liegt, glaube ich, so bei 50 Cent rum. Also ihr seht, die Kosten halten sich im Rahmen. Die Notches 500 Gramm zwischen 1 Euro und 2 Euro irgendwo auch. Ja. Und für 2 Personen sind 500 Gramm Notchi, 500 Gramm Hühnerherzen, 250 bis 500 Gramm Schwammerl durchaus ausreichend. Da hat man dann auch weniger Soße, das heißt, man braucht auch nicht unbedingt 3 Becher Sahne, sondern es reichen vielleicht 2. Also wie gesagt, die andere Frage ist, was mir vorhin durch den Kopf gegangen ist, beziehungsweise meine Lebensgefährtin und Kamerafrau angeregt hat, man könnte ja auch so Sachen einkochen, so Soßen und so Zeug. Ja. Richtig, kann man. Ob jetzt Konserve oder Einmachglas, dürfte dabei nicht die große Rolle spielen. Ich kann es hier im Moment im Wohnmobil nicht ausprobieren, sonst würde ich es tun. So, das Ganze ist jetzt aufgekocht nochmal. Ich schmecke mal kurz, ganz kurz rein, drehe die Temperatur erstmal wieder runter, schmecke mal in die Soße rein. Ich würde sagen, noch ein bisschen Pfeffer und noch ein bisschen Kräuter der Provence, wobei ich das jetzt nicht mehr allzu sehr aufkoche, sondern es einfach nochmal umrühre. Dann den Topf zur Seite stelle, geschlossen, und einfach etwas ruhen lasse. In der Zwischenzeit macht man einen Cut. Okay. Ich habe mittlerweile eine Pfanne hingestellt, mit Olivenöl ein bisschen. Da tue ich jetzt meine Notches rein. Reno, hältst du mal die Klappe, wir drehen hier ein Video, bitte, danke. So, die brate ich jetzt an, bis sie eine schöne Farbe haben. Das heißt, die dürfen auch teilweise braun sein, kein Problem. Dann wird das Ganze auf dem Teller angerichtet und serviert. Ich hoffe, ich habe euch wieder mal ein bisschen Anregung gegeben. Wer es nachkochen will und mehr Angaben zur Rezeptur braucht, weil er meint, er kann nicht so ein bisschen frei Schnauze kochen, was ich aber an eurer Stelle durchaus mal probieren würde, der kann natürlich auch mal schauen, ob er im Internet das Rezept findet oder so ein Rezept für Hühnerherzen, Kräuter der Provence. Ist eigentlich auch in Frankreich ein sehr beliebtes Gericht. Und wie gesagt, wir machen es im Womo. Heute sind wir nicht mit einem Topf ausgekommen, wie so manches andere Mal auch. Passiert mal, ja, bei bestimmten Gerichten, beziehungsweise manchmal braucht man halt einen Topf von der Pfanne. Und heute war das der Fall und es wird sicher auch noch öfters passieren. Was ich euch noch
in naher Zukunft hoffentlich präsentieren kann, sind mal ein paar Rezepte mit Eiern oder so, oder mit weißen Bohnen kann man zum Beispiel sehr schöne Sachen auch machen. Wie gesagt, ich sage jetzt einfach guten Appetit, wünsche euch alles Gute und liebe Grüße von uns vier aus dem Womo. Und wir werden es uns dann einfach schmecken lassen. Bis dann. Tschüss, euer Micha.